Es ist wie eine akustische und visuelle Zeitreise in die 60er Jahre. Die Cover-Beatles zelebrieren die Musik ihrer großen Idole. Die vier Musiker versuchen die Illusion zu schaffen. Hier spielen die echten Beatles. Ich bin selbst aus Liverpool und als ich noch ganz jung war, so 6 Jahre alt, habe ich die alten Beatles-Scheiben auf dem Plattenspieler meiner Eltern gehört. Und die haben mir dann erzählt, dass diese Jungs auch aus Liverpool sind. Ich dachte, das ist ja eine Riesengeschichte. Ich konnte einfach nicht aufhören, diese Musik zu hören, weil sie so aufregend war, vor allem die frühen Lieder. Allein schon, wie sie gesungen haben, machte mir Gänsehaut. 1, 2, 3, 4. I need somebody else, not just anybody else. No, I need someone else. When I was younger, so much younger than today. Spitze, einfach spitze. Die Beatles, zeitlos, unverwüstliche Musik. Für die perfekte Illusion muss sowohl den Ohren als auch den Augen etwas geboten werden. Es ist ein wenig von beidem. Ich muss natürlich Musiker sein, um die Sachen spielen zu können. Und das ist das Wichtigste. Aber ich muss auch Schauspielern können. Und ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist, so zu tun, als ob ich jemand anders wäre und gleichzeitig zu singen und zu spielen. Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key. Sie kommt dem Original ziemlich nahe, also ich finde den Sound einfach spitze. Das erinnert mich auch an die eigene Jugend, an unsere wilden 60er Jahre, wo wir so eine Flower Power erlebt haben. Man kann jedes Lied mitsingen oder fast jedes. Das ist einfach Erinnerung an die Jugend und ist immer noch, heute immer noch tolle Musik. Besser als irgendwelcher... Keine Ahnung, als das, was gerade in den Charts immer überall hoch und runter läuft. Also das ist was, ja, das ist was Besonderes. Eigentlich war ich nie ein Beatles-Fan, aber ich finde die Musik jetzt mit zunehmendem Alter immer schöner. Und wie lange soll die Beatles-Show noch laufen? So lange, bis mir die Arme abfallen. Ja, die Beatles werden immer noch geliebt durch alle Altersstufen hindurch. Und bei mir im Studio ist jetzt mein Radiokollege von SWR 1, Günther Schneidewind, Musikexperte und bekennender Beatles-Fan. Ja, Annette, das ist ja auch keine Schande. Absolut nicht. Wir haben jetzt gerade diese Cavern-Beatles gehört. Was unterscheidet die jetzt von anderen Coverbands? Was macht die besonders gut? Es gibt ja einige, die unterwegs sind. Die haben schon mal den Vorteil, dass sie aus Liverpool kommen. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Ich glaube, es ist das, dass sie dieses Beatles-Feeling, dieses Gruppen-Feeling dadurch erreichen, dass sie jedem Einzelnen der Beatles doch sehr, sehr nahe kommen. Den Paul McCartney gibt, sage ich mal, ist sogar Linkshänder, zumindest auf der Bühne. Ich weiß es nicht, ob es in Wirklichkeit so ist. Wenn, dann Hut ab. Das ist nämlich gar nicht so einfach, als Rechtshänder einen linkshändigen Bass zu spielen. Also sie versuchen, diese Individualisten schon sehr, sehr gut darzustellen und sind überzeugt von der Musik, ja. Und du hast uns was ganz Tolles mitgebracht, nämlich eine nagelneue Beatles-Box. Und man glaube es kaum, aber hier sind doch tatsächlich noch echte Vinyl-Schallplatten drin. Ja, die gibt es ja seit wenigen Tagen. Das ist doch ein Relikt, eine Schallplatte aus uralten Zeiten. Warum soll ich mir jetzt die kaufen und ist eine CD nicht besser? Weil sie besser klingen. Ja. Jeder Vinyl-Freak wird dir sagen, dass wenn man die richtige Ausrüstung zu Hause hat, das Vinyl mehr leistet als eine CD. Allerdings ist die Lebensdauer beschränkt. Und diese Platten, die sind noch einmal völlig neu remastert worden. Das ist ja vor 3 Jahren mit den Beatles-CDs schon mal gemacht worden, also mit allen CDs, die es gibt. Und jetzt hat man sich noch mit einem besonderen Verfahren noch mal der analogen Qualität angenähert. Das heißt, nie klangen die Beatles auf Vinyl so toll wie hier. Die Bässe sind fetter, die Schlagzeug vom Ringo nach vorne gemischt und man hört nicht das leiseste Rauschen. Bei CDs hat man noch einen Limiter eingebaut, da hat man so eine sogenannte Kompression. Die hat man hier nicht, hier hast du offene Bühne. Also es ist wirklich ein faszinierendes Klangerlebnis. Hast du schon alle durchgehört? Dazu bräuchte man mehr als 9 Stunden. Oh. Ja, 520 Minuten Beatles-Musik. Naja, ich habe sie theoretisch schon. Also ich habe mir als erstes die Sgt. Pepper angehört, Revolver, das Album Abbey Road, das klingt schon ganz fantastisch. Und jedes Mal war ich wieder überrascht, dass ich was Neues entdeckt habe, obwohl ich doch die Beatles-Songs alle schon zigmal gehört habe. Es ist wirklich eine neue Dimension, die sich auftut. Also selbst für dich als echten Beatles-Experten noch ein richtiges Überraschungspaket.
Das wird jedem so gehen, der glaubt, alle Beatles-Songs zu kennen, dass sich hier nochmal eine neue Welt auftut. Günther, herzlichen Dank für deinen Besuch und ich sage nur viel Spaß mit der Box und viel Zeit zum Schallplatten hören. Danke, dass du da warst.